Hallo, liebe Videofreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, nachdem ich Peppino einmal ausgepackt habe, dann wieder eingepackt habe, dann wieder ausgepackt habe, habe ich ihn jetzt wieder eingepackt. Also, Peppino ist gepackt, wir sind startklar für den Urlaub. Es ist soweit alles fertig, bis auf frische Sachen wie Kühlschrank und ja, was Michael noch eventuell mitnehmen möchte, der ist ja noch nicht mal zu Hause und am Wochenende jetzt geht es los, also wir fahren jetzt in den Norden und freuen uns da jetzt auch drauf. Die Aktion letzte Woche hat auch ziemlich viel Kraft gekostet, sowohl emotional als auch körperlich, aber ich habe mich jetzt wieder ein bisschen erholt und jetzt freuen wir uns auf unseren Urlaub. Wer weiß, was kommt, man weiß es ja nicht. Und was wir haben, haben wir. Und jetzt freuen wir uns und hoffen, dass wir auch die Polarlichter sehen können. Bevor ich euch so ein bisschen zeige, was ich so alles mitgenommen habe, möchte ich euch jetzt aber erstmal ein paar Bilder von der Spendenaktion zeigen, was ich alles sammeln konnte, wie es angekommen ist. Und ja, genau, das will ich jetzt euch einfach mal zeigen. Ja, Hallöchen, das ist die erste Fuhre, ihr Lieben. Es ist alles voll, bis oben hin und innen auch. Also, die erste Fuhre habe ich geschafft, nach 4 Tagen. Super genial. An alle Spender, herzlichen Dank. Ihr seid großartig. Hallo, liebe Videofreunde. Ich wollte euch heute nur mal zeigen, wir fahren heute auch ein bisschen Sachen für die Kinder und Erwachsenen weg. Also auch da habe ich ein bisschen Geld ausgegeben, habe ein bisschen Hygieneartikel gekauft und ja, für Kinder eine ganze große Tüte mit Süßigkeiten. Und dann wurden ganz viele Sachen gespendet, Klamotten, Bettwäsche, Handtücher. Ja, und das fahren wir jetzt nach Spremberg. Das ist hier eine Nachbarstadt. Nachbarstadt, genau, von uns. Und da bringen wir das zu so einem Konvoi hin und wir hoffen, dass das natürlich in die Ukraine geht, zu denen, die eigentlich überhaupt gar nichts mehr haben. Weil ich glaube, an den Grenzen ist genug für die Flüchtlinge da. Wir hoffen, es geht ins Land jetzt mit der humanitären Geschichte, Brücke, wie auch immer man es bezeichnen möchte. Ne? Deswegen werden wir jetzt losfahren und bringen das dahin, weil es geht nämlich heute Abend um 18 Uhr los dort. Also sehen konntet, es ist alles super angekommen und zwar genau an richtiger Ort und Stelle, so wie ich das wollte. Ich wollte halt gerne etwas machen, wo ich weiß, was ich getan habe, wo das ankommt, was ich gesammelt habe und vor allen Dingen, dass es an richtig Ort und Stelle ankommt. Und das ist es. Die Medikamente sind sofort im Tierarzt übergeben worden, der hat das in die Ukraine gebracht
Und auch alle anderen Sachen werden verteilt und werden ins Land gebracht. Und das war mir halt eben wichtig. In Zukunft aber möchte ich weiter mit den Menschen dort zusammenarbeiten von dieser Organisation. Das sind alles Volontäre, die für mehrere Tierschutzorganisationen arbeiten. Also nicht nur für eine, sondern die arbeiten mit vielen zusammen. Und deswegen wird das auch sehr gut verteilt und kommt eben gezielt an Ort und Stelle an. Jetzt allerdings ist erstmal Urlaub angesagt. Zuvor kommt dann auch noch das Fazitvideo von unserer Trockentrenntoilette. Das hatte ich ja noch nicht ausgestellt, weil die Ereignisse sich ja überschlagen haben. Und ja, mir ist dann auch irgendwie nicht danach war, ein Toilettenvideo auszustellen. Das kommt aber jetzt noch. Ja, wir haben also gepackt und ich will euch mal zeigen, was ich so alles mit eingepackt habe. Garage hier aufgemacht. Wir haben ja jetzt das tolle Stauraumsystem, was wirklich genial ist, auf was wir auf gar keinen Fall mehr verzichten möchten. Ja, und somit hat das Ganze, das sieht man auch schon ein bisschen, glaube ich, ganz gut Ordnung. Also wir haben jetzt hier auf der Seite Getränke und natürlich die Keile, die kann ich mal gerade rausnehmen. So. Und dahinter, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, da haben wir unsere Leiter hier zu stehen. Hier ist die Leiter und hier sind unsere, ja, für die Fenster zum Abdecken haben wir uns noch gekauft, andere. Wir haben ja eigentlich so eine ganz großen Matten, die man von außen anmachen kann, zu dem Winterpaket dazu bekommen. Das ist aber irgendwie ungünstig. Die sind sehr groß und schwer und ja, dann sind sie von außen nass. Wo soll man damit hin? Also haben wir uns entschieden, dass wir uns nochmal für innen welche kaufen. Und haben uns aber jetzt die einfachere Variante mit den Saugnäpfen gekauft. Es gibt auch welche mit Magnete, aber die waren also wirklich sehr teuer und da haben wir im Moment drauf verzichtet. Ja, und haben uns einfach etwas günstigeres gekauft. Ich denke, das tut's auch. Ja, und wenn ich mal hier die Flaschen rausnehme, hier ist der Knopf kaputt, den müssen wir noch ganz machen. Hier haben wir dann nochmal so ein bisschen Schuhe drin und da habe ich Hundefutter drin. Grill nehmen wir jetzt nicht mit, den werden wir wohl nicht brauchen. Den lassen wir hier. Also haben wir hier ein bisschen Platz. Da ist dann noch ein Kanister hinten drin. Ein Wasserkanister. Ja, und eben wie gesagt das Hundefutter. Und ja, auf der Seite habe ich jetzt noch so einen Karton. Da kommt noch ein bisschen Gemüse rein und da habe ich jetzt Kartoffeln noch drin. Hier haben wir unsere Gießkanne drin hinten. Und den Wasserschlauch. Und hier haben wir halt Getränke drin. Also Getränke und Milch halt. Meine schöne Hafer-Schokomilch, die ich so gerne zum Frühstück mit Müsli esse. Ja, da haben wir halt diese Taschen, 3 Stück. Hier kommen noch ein bisschen Wein rein. Und hinten haben wir auch noch ein kleines Weinlager. Und wir haben hinten auch noch meinen Rucksack mit Fotokamera. Einen Rucksack mit Fotokamera. Ja, und Hundefutter haben wir hinten auch noch drin. Dosenfutter für den Hund, das ist ganz hinten drin, haben wir auch noch. Das ist auch alles noch hinten verstaut. Und hier haben wir jetzt halt unser Auszugssystem. Ja, und da habe ich jetzt halt nochmal hier so eine Kiste mit Ersatzklamotten gemacht. Habe dann nochmal so Schlafanzüge und Jeans und sowas halt eben, was ein bisschen Platz wegnimmt, dicke Pullover. Aber auch ein paar T-Shirts habe ich hier noch mit drin. Ja, und hier dann unsere Schuhkiste. Da habe ich auch noch ein paar leichtere Schuhe mitgenommen, weil wenn wir zurückkommen, ist es ja dann doch nicht mehr so kalt. Michael seine Winterstiefel, da kriegt dann auch noch ein paar Schuhe, die passen auch noch dann hier rein. Und dann sind die auch schön untergebracht. Hoppala, zumachen. So. Und ja, hier habe ich, jetzt werdet ihr gleich lachen, auf die Kommentare bin ich mal gespannt, ist mir aber egal. Und zwar, also hier habe ich Essenskit mit allem Möglichen, was es gibt, ne? Was man so zum Kochen braucht. Vorräte sind hier und das hier, das ist mein Set für meine Nägel. Ja, falls mal ein Nagel kaputt geht, möchte ich das mitnehmen. Das habe ich immer mit dabei, wenn ich länger wegfahre, so dass ich meine Nägel reparieren kann. Ich mache mir die nämlich selber und von daher muss der Nagelkasten mit. Auf meine Nägel lege ich Wert. Jetzt könnt ihr euch totlachen oder auch nicht.
Es ist so. So. Und da hinten kann man halt sehen, ja, da ist nochmal so ein Weinlager und Hundefutterlager. Und da haben wir noch unsere Kameras hinten verstaut. Also es ist alles drin. Wunderbar. Tisch für draußen und Stühle nehmen wir nicht mit. Brauchen wir nicht jetzt. Wird sich wahrscheinlich nicht ergeben. Die lassen wir hier. So. Habe ich hier eingeräumt. Hier haben wir noch unseren Besen, unseren Teleskopbesen. Der kann auch hier rein. So. Dann gehen wir mal rein. Ja, hier habe ich schon mal aufgemacht. Das ist unsere Klappe unterm Tisch. Und da haben wir jetzt also alles voller Hundefutter drin und haben hinten auch nochmal Hundefutter drin. Weil bei uns ist das echt ein Problem. Dolton kann nur eine bestimmte Sorte vertragen. Der hat eine chronische Darmkrankheit und da haben rausgefunden, dass das Medica hier super bei ihm funktioniert. Er hat immer mal wieder so Schübe und da gehe ich gar keine Kompromisse ein. Also das kann bei dem auch einen richtigen Schub auslösen, dass der dann also ganz schlimm Durchfälle kriegt und so. Deswegen muss ich immer alles mitnehmen. Und das ist natürlich bei uns dann immer nochmal so eine Geschichte, wo wir halt hier, viele haben hier Schuhe oder sowas drin, das geht bei uns halt nicht. Also haben wir hier halt wirklich unsere Dosen drin. Ja, und dann noch einen Rucksack halt, ne? Und Kamillentee, das ist auch für Dolton. Den kriegt er dann manchmal, wenn er so einen Schub hat. Und seine Leckerchen und noch ein dünnes Mäntelchen. Ein dickes hat er auch noch mit, damit er nicht krank wird. Und ein Schirm ist noch drin. Medikamente für Dolton sind auch noch drin hier. Ja, also das haben wir hier unterm Tisch. Und ja, also hier haben wir halt unsere Türstopper noch an der Seite. Und das ist halt Doltons Reich dann hier, ne? Also ich habe jetzt hier auch so ein paar Läufer ausgelegt. Das ist nicht ideal, weil die knicken natürlich auch mal um und so. Die lege ich aber jetzt hier also auch überall so aus. Und dann kann ich die mal gut durchsaugen oder absaugen. Und dann hat man nicht so den ganzen Dreck im Wohnmobil drin. Und das hat sich eigentlich ganz gut bewährt. Habe ich mir geholt und ja, die schmeißt man einfach weg. Da holt man sich neue und gut ist. Ja, und hier in dem Schrank, da habe ich dann so Tupperdosen, noch mal ein bisschen Müsli drin. Das ist noch so ein paar Pancakes. Kohlenhydratearme Pancakes sind das zum Backen. Mal gucken, also Pfannkuchen oder sowas in der Art. Wollte ich mal ausprobieren, meine Knusperriegel. Ja, und dann halt noch so ein bisschen solche Sachen hier. Sesamöl und Olivenöl und Essig, Sojasauce, was man alles so zum Kochen halt eben braucht, ne? Ja, und das habe ich hier dann auch nochmal. Hier haben wir unser Geschirr halt drin, Müslischälchen, Tee, Kräuter, getrocknete Suppengrün und Schnittlauch, Petersilie, Gewürze. Ja. Das haben wir hier drin. Unten sind halt Töpfe drin, was wir halt so brauchen hier. Nur Omnia und sowas ist alles hier drin. Ja, und dann halt den Kleiderschrank gut gefüllt, obwohl es geht eigentlich. Hab noch mal eine dicke Jacke mit, eine andere, die ist etwas leichter und ja, Klamotten halt. Da unten habe ich dann noch Waschlappen und Handtücher, Ersatzhandtücher drin. So, und hier hinten, naja, was man so in seinen Schränken halt hat, ne? Garderobe, Klamotten, und naja, halt Unterwäsche. Wir haben ja immer diese Taschen hier. Und jetzt muss man ja auch ein bisschen mehr mitnehmen, weil halt es sind knapp 4 Wochen, also 3,5 Wochen. Und dann dicke Strümpfe braucht man jetzt. Das nimmt halt auch ein bisschen Platz weg. Und ja, dann haben wir... Hier habe ich ja so mein Kosmetikfach, weil ich dann im Bad mit dem bisschen nicht zurechtkomme. Und das habe ich geopfert. Hier ist immer so...
du mein Kosmetikmaterial noch anstöpsel, falls einer schnarcht. Und ja, das habe ich hier so dran. Ja, und dann habe ich mir hier so Haken ran gemacht, wo ich dann so meine Sachen ranhängen kann. Hier habe ich, und die Jacke ab, mein Organizer, da habe ich so ein bisschen ja, Rezeptbücher drin, zum Kochen halt. Und hier habe ich so eine Bauchtasche und da hinten meine Kopfhörer. Dann ist das so ein bisschen ordentlich untergebracht. Und bei Michael genau das gleiche, da haben wir auch so Haken ran gemacht. Da kann er hier oben seine Jacke ranhängen. Hier kann man auch nochmal ein Handtuch oder irgendwas ranhängen. Und ja, naja, und dann haben wir halt auch immer so unsere Taschen hier so zu stehen. Da kommt dann unser von Michael auch seine Kulturbeutel. Hier sind Medikamente und sowas alles drin. Ne? Das braucht man dann abends nur hin und her zu räumen. Und hier stehen dann halt ja die Abwaschschüsseln. Da kommt dann das Obst rein und so, was wir haben. Und ja, und wir haben dann halt auch immer hier unsere Rucksäcke zu liegen, unsere Fotorucksäcke und so Drohne und so, weil das geht irgendwie gar nicht anders. Wir können das nicht jedes Mal irgendwo hinten in der Garage ordentlich verstauen und dann musst du erst an die Garage ran aufmachen. Und das ist irgendwie, manchmal dauert das viel zu lange, also bleibt das bei uns hier liegen. Hier liegt immer unsere Technik dann und das wird abends einfach nur rübergeräumt und fertig. Es ist aber immer alles gut gepackt und ordentlich und von daher kein Problem. Ne? Ja. Ja, hier unten habe ich mir dann noch so ein Fell gekauft. Da habe ich jetzt gerade die Füße mal hochgehoben, dass ich nicht drauf trete, weil ich noch Schuhe anhabe. Und das kann man halt überall hinlegen. Entweder hier auf die Trittstufe in der Nacht, wenn man mal raus muss. Oder dann hier auch vorne abends beim Sitzen, dass man das unter die Füße hat. Das ist immer schön kuschelig. Ja. Dann würde ich mal sagen, in 2 Tagen geht es los. Knapp 3 Tage, Samstag, heute haben wir Mittwoch. Und dann bin ich mal gespannt. Ja, die erste Tour geht nach Lappland. Dort haben wir einen Termin. Dürfte gern gespannt sein. Und wir hoffen natürlich, dass das Wetter mitspielt und wir dann die Polarlichter sehen. Jetzt freue ich mich echt wirklich drauf. Letzte Woche war irgendwie so, ich weiß nicht, letzte Woche, nee, da war mir überhaupt nicht nach Urlaub zumute gewesen, muss ich ehrlich sagen. Aber jetzt habe ich so ein bisschen was getan und das hat gut getan und mehr kann ich jetzt im Moment auch nicht tun. Das heißt, ich könnte schon auch noch mehr helfen bei den Tiergeschichten, aber jetzt mache ich erstmal Urlaub und sammle Kräfte und dann geht's von vorne los. Ich freue mich jetzt ganz doll. Also, bis demnächst. Bis in ein paar Tagen. Tschüss.